coming. Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von vier Teilen in der ersten Runde des DFB-Pokals Saison 2022-23 mit den Predictions. Los geht's, alle Spieler live auf Sky und Klopf, vereinzelte in der ARD oder ZDF. Los geht's, heute um 13 Uhr Viktoria Berlin verliert gegen VfL Bochum 3:5. SV Strahlen verliert gegen FC St. Pauli 1:2. Dann um 15 Uhr SSV Jahn Regensburg unterliegt den 1. FC Köln 2:4. Dann FC Einheit Wernigerode unterliegt den SC Paderborn 07 mit 1:7. Dann VfB Lübeck gewinnt gegen FC Hansa Rostock 3:0. Auch eine Überraschung. Dann SV Elversberg verliert gegen Bayern 04 Leverkusen 1:3. Spielvereinigung Bayreuth verliert knapp gegen den Hamburger SV 2:3 nach Verlängerung. Dann gibt es die große Überraschung. FV Illertissen schlägt 1. FC Heinern 3:0. Dann und um 18.30 Uhr auch eine Überraschung, eine kleine. Stuttgarter Kickers gewinnen 1:0 gegen Spielvereinigung Kräuter Fürth. Dann FC Kaiserslautern unterliegt VfL Wolfsburg 0:6. Und noch eine Überraschung, Kickers Offenbach schlagen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 nach Verlängerung. So, das war's vom zweiten Teil, vom vierten Teil des DFB-Pokals. Erste Runde Predictions für die Saison 2022-23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, daneben ist die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel und wir sehen uns. Bis dann. Good kick. Ciao.